Freunde und willkommen zurück zu Blackguards, wo wir endlich mal wieder hier sind und heute gehen wir der ersten Königin raus haben. Das Problem ist, dass die halt einfach unglaublich viel Damage stoppt. Also ich werde jetzt als erstes direkt die Chakarte auf die erste Königin setzen, weil er wollte ja eh gegen sie antreten. Könnt ihr? Des Weiteren werde ich keinerlei Mana von ihm für Angriffe verschwenden, sondern ihn nur fürs Heilen nutzen. Ja, heilen heißt auch, dass er Aurelia heilen wird, weil die muss er jetzt nicht überleben. Denn sobald sie einmal auf dem Lebenspunkt oder wie immer sie ist, ist es vorbei, ist ich mit uns. So. Du rennst mal da hin, um möglichst schnell die erste Klappe zu ziehen. Aus der Asse Kopf. Das ist so. Irgendwo ran. Und warte es einfach. Sie spricht zu mir. Weg da, Mädchen! Ah! Niam! Halt die Rüstung mit dem Gegner. Schön. Direkt das Kern. Ich ist die Bewegung so wichtig. Ich hoffe, das bedeutet dementsprechend auch, dass sie einfach nicht angreifen kann. Renn einfach mal weg, vielleicht platzt die. Das wird so eine Hoffnung sein. Auch wenn sie dadurch natürlich nicht sind. Das ist echt nicht gut. Und mit dem.
Situation. Das wird ihr mitnehmen. Obwohl er sich verliere immer den Überblick, welcher gleich platzt. Sternlänglich! Ich habe halt nicht das Gefühl, dass es lohnt. Schade dann, dass ich unten sinnvoll könnte. Wie gesagt, den besten Heal würde er halt kriegen. Aber nein. Ist nicht. Das ist nicht mein. Sein, dass ich mir das mal einbilde, aber irgendwie teilweise you
Sterfelkönig. Sterfelkönig. Hingerissen. Die ist ein Sword weg. Ich könnte die Sterfelkönig mit dem Zauber ausschalten, aber ich muss halt eigentlich auch heilen. Und sowohl sie als auch ihn. Leider wichtiger. Was heißt leider wichtiger? An sich sind beide gleich wichtig, weil wenn ich sie nicht heile, wird die Assel explodieren. Und, wahrscheinlich diese kleine Zähne jetzt nehmen. Oder wir gewinnen das jetzt dadurch. Nein. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die Explosion nicht 11 oder mehr Schaden macht. Machen wir meistens eher so um die 18 Schaden. Und darf der wahrscheinlich auch sogar noch einmal angreifen. Dass keiner von denen jetzt auf die Idee kommt, dann sind wir. Ja. Wenn sie kritisch werden. Ja, ich hätte auch Maurin heilen können. Ich würde sie auch voller Bilder zu heilen. Jetzt hier auch mal. Ich töte euch alle! Der eine mit den Flammenrädern war jetzt nicht so dramatisch, aber der Krokodil zum Kaiman. Boah, war der nervig. Das
Böse ist niemals unbezwingbar. Aber der Sieg fordert immer Opfer. Ja, damit haben wir unser erstes Gruppenmitglied endgültig verloren. Ich meine, wir haben auch die ersten Gladiatoren. Ich muss euch danken. Ihr habt dem leutseligen Marwan al-Ahmad ibn Kadims eine große Freude gemacht. Ich könnte vor Glück weinen. Bitte, lasst es bleiben. Euer Preis erwartet euch in der Siegeskammer. Ihr seid zu beneiden. Boron beschütze euch. Da ist Aurelia. Bitte. Boron mit euch. Heilen. Das haben wir gleich. Alle. Danke. So. Wir möchten. Wir haben ziemlich viel Dings bekommen. Es braucht. Uns fehlt ein AP. Ein fucking AP fehlt ihm. Mann! Kann ich den Typen da einfach umbringen, um dafür 5 AP zu kriegen oder so? Ja, Händler. Hast du. Kurzbogen. Den Speer behalte ich erstmal noch. Vielleicht brauchen wir ihn nochmal. Hast du denn die Schuhe für die Kettenpanzer? Oh. Nee. Er hat nur die Kettenpanzer. Na gut. ASP muss gehen. Für ihn nicht. Für dich Sonderfertigkeiten. Ja, wir haben leider gerade keinen Dingens dafür. Was braucht man hier? Attacke brauchen wir 9. Wir haben nur 8. Stimmt, da wollte ich was genau. Was ändert denn alles Attacke? Körperkraft, Gewandtheit und Mut. Körperkraft bietet sich halt recht gut an, weil es halt viel bringt, was ihm. Es bringt Gewandtheit, bringt ihm halt Initiative und Geschwindigkeit, aber füllt den Punkt nicht voll. Ist halt immer das Problem. Und so würde er halt noch einen kompletten Lebenspunkt mehr drauf kriegen. Außerdem ist es günstiger. Talente. Ich habe deine Sonderfertigkeiten, aber gut. Das kostet 600 AP, dafür bräuchten wir aber auch einen Lehrmeister. Aber das sollten wir uns schon mal im Hinterkopf bewahren. Außerdem möchte ich mal bitte das erste Upgrade auf 18 haben. Also die erste Waffe, weil das sind halt. Ist der Maxwert. Außerdem gibt es ein Achievement dafür. So, Naurim. Ja, du brauchst 3 auf 16. Ihr seht, ich habe die Hiebwaffen sogar noch auf 17 gebracht. Schwerter, Säbel habe ich noch mal ein bisschen hochgezogen. Und die, die 200 Hiebwaffen nicht. Stimmt. Aber ich wollte ja hier eigentlich den Waffenmesser im Nahkampf bald mal haben. Gewandtheit brauchen wir dafür. Okay, damit kann ich leben. Hier brauche ich noch Mut, Körperkraft, Mut und Niederwerfen. Ja. Also Mut, Körperkraft und Gewandtheit. Mut wäre auf 14. Gewandtheit wäre halt am günstigsten. Körperkraft bringt uns aber nicht schlecht voran. Also braucht man es ja sowieso, also nehmen wir es mit. So, und bei dir. Fertigkeiten. Hammerschlag ist halt für sie uninteressant, weil das nicht die Waffen sind, die sie verwendet. Das wäre nicht verkehrt. Dafür bräuchten wir halt den Mut und die Körperkraft. Hierfür bräuchten wir die Fingerfertigkeit. Die wollte bestimmt die Sachen wollte ich haben. Also Fingerfertigkeit. Steigern wahrscheinlich, ja. Dann gehen wir da mal ein bisschen bisschen mit um. So. Was sagt denn unser Inventar von Geld her? Geld her nicht verkehrt. Ich brauche neue Heiltränke. Du kriegst noch einen Zaubertrank. Einen guten Zaubertrank. Ich verkaufe glaube ich einfach die 4 schwachen Heiltränke. Ja, die mussten wir das jetzt auch nicht benutzen.
Was war das? Attacke minus Zentralbewusstsein. Das ist halt echt schlecht. Vielleicht nehme ich die Mullbinde mit rein. Mal gucken, was hattest du an Items? Was interessant ist. Guter Heiltrank, guter Heiltrank. Die sind teuer. Die sind richtig teuer. Also die sind wahrscheinlich extremst gut, aber ich bin da halt, ich weiß nicht, ich sitze die, aber die Bärenfalle wäre halt an sich echt gut, ne? Das ist eine Stufe 2 Falle, das heißt, da müssten wir auch schon echt viel leveln für. Die hält nur 3 Runden. Nee, ich glaube, ich werde die eh immer vergessen, also lassen wir das einfach direkt. So, dann darfst du dir noch einen guten Heiltrank nehmen und du nimmst die Mullbinde mit, zur Wundbinde heißt es ja. So, Aurelia. Mit dir quatschen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder zu Blackguards, wenn wir mit der befreiten Aurelia sprechen. Bis dahin, ciao Freunde.